Hallo, ich bin Andreas Kohlein von Elektro Air Systems. In diesem Video möchte ich Ihnen die einzelnen Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme Ihres FOK-Geräts zeigen. Vor mir habe ich ein HRT60 mit passendem Frequenzumrichter, an dem ich Ihnen die einzelnen Schritte zeigen werde. Wir weisen darauf hin, dass dies nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden darf und natürlich nur unter Spannungsfreiheit. Die elektrischen Anschlüsse befinden sich innerhalb der Drive Unit. Die öffnen wir mit einem passenden Imbusschlüssel, indem wir die vier Schrauben am Deckel oben öffnen. Nun können Sie den Deckel entfernen. Zusätzlich ist der Deckel noch mit einer Erdungsleitung geerdet. Diese entfernen Sie, indem Sie die Sperre betätigen. Bitte entfernen Sie das Kabel nicht mit Gewalt, da es sonst beschädigt wird. Nun können wir das Anschlusskabel Ihrer Netzversorgung durch die Kabelverschraubung einführen. Anschließend können Sie die Phasen mit den jeweiligen Kontakten verbinden. Falls Sie ein 230 Volt Gerät haben, schließen Sie L1 und N an. In unserem Fall haben wir ein 400 Volt Gerät, deshalb schließen wir L1, L2 und L3 an. Die Erdung kommt auf PE. Danach können Sie den Deckel wieder schließen. Bitte überprüfen Sie Ihr Gerät vor der Erstinbetriebnahme auf eventuelle Schäden. Vergleichen Sie auch die Daten des Frequenzumrichters mit den Daten Ihres Netzes. Nach dieser Überprüfung können Sie das Gerät einschalten. Es läuft dann innerhalb seiner Hochlaufzeit auf den Sollwert. Der von Elektro schon vorparametrierte Frequenzumrichter lässt sich sehr einfach einmal über den Digitaleingang steuern oder Sie können die Frequenz auch über das eingebaute Potentiometer verstellen. Das heißt, Sie können die Drehzahl im Betrieb ganz einfach über das Potentiometer erhöhen oder verringern. Wenn Sie den Frequenzumrichter über eine Handbedienung regeln bzw. parametrieren möchten, müssen Sie diese zuerst am Digitaleingang anschließen. Dann wird zunächst das Hauptmenü angezeigt. Mit den Pfeiltasten Up und Down kann zwischen den verschiedenen Menügruppen gewechselt werden. Unter 01 finden Sie beispielsweise alle Ist-Werte. Unter dem Menüpunkt 02 die verschiedenen Parametergruppen. Um den Frequenzsollwert anzupassen, gehen Sie im Menüpunkt 02 Parametergruppen unter den Unterpunkt Basisparameter und wählen hier die Sollwertquelle aus. Bitte beachten Sie, dass Sie beim Parametrieren die Werte des Leistungsschildes, welches Sie am Motor finden, einhalten. Sonst können Gerät und Motor beschädigt werden. Vor allem die Frequenz und die Drehzahl dürfen nicht überschritten werden. Wenn Sie sich beispielsweise den Motorstrom anzeigen lassen möchten, gehen Sie wie schon erwähnt in den Menüpunkt 01 Ist-Werte und wählen hier den Motorstrom aus. Alle weiteren Anzeige- und Parametrierungsmöglichkeiten stehen in unserem Leitfaden. Weitere Tutorials finden Sie in unserem YouTube-Channel.